Im heutigen Video beantworte ich mal wieder 10 Fragen, diesmal speziell aus dem Anfängerbereich. Also wenn du dich auch noch eher zu den Gitarrenanfängern zählst, dann könnte das Video für dich interessant sein. Bleib dran. Hallo, hier ist Christian Konrad mit einem neuen Fragen- und Antworten-Video. Ich habe eine Weile gesammelt, die Fragen, die mir so gestellt wurden, und dachte, ich mache mal speziell ein Video mit den Anfängerfragen der letzten Zeit, die mir gestellt wurden. Eure Fragen und meine Antworten. Also fangen wir gleich an. Erste Frage. Woher weiß man, wo man beim Gitarrespielen die Finger aufsetzen muss? Das ist eine gute Frage. Für die Greifhand, also mit der man wirklich auf dem Hals, auf dem Griffbrett die Saiten runterdrückt, gibt es sogenannte Griffbilder. Griffbilder sind praktisch eine Symbolschreibweise für einen Ausschnitt des Gitarrenhalses. Die Vorderseite des Gitarrenhalses nennt man auch Griffbrett. Also ein Griffbild zeigt einen Ausschnitt des Griffbretts mit Punkten üblicherweise. Die Punkte symbolisieren die Finger an der Stelle. Manchmal sind diese Punkte auch noch mit Zahlen versehen. Das ist eigentlich der allerbeste Fall. Dann hast du nämlich die Fingernummern, die du da aufsetzen sollst. Und beim Gitarrespielen ist der erste Finger der Zeigefinger, also die 1. 1, 2, 3, 4. Daumen wird normalerweise nicht benutzt. In seltenen Fällen doch, dann erhält er den Buchstaben T für Thumb, das englische Wort für Daumen. Das wären erstmal die Grundlagen. Es gibt natürlich auch noch andere Notationssysteme, die Tabulaturschreibweise oder auch die ganz klassische Notenschrift. Aber ich würde denken, wenn man anfängt, ist es am besten, wie ich auch gelernt habe, nach Griffbildern Akkorde zu greifen. Damit wären wir auch direkt bei der zweiten Frage. Welche Akkorde sollte man zuerst lernen? Mein Tipp wäre es, zuerst die sogenannten offenen Akkorde zu lernen. Das sind 5 Dur-Akkorde und 3 Moll-Akkorde. Es sind die Akkorde C-Dur, A-Dur, G-Dur, E-Dur, D-Dur, die du dir auch gut über das Kunstwort caged merken kannst, CAGED, und 3 Moll-Akkorde, A-Moll, D-Moll und E-Moll. Warum sollte man diese zuerst lernen? Erstens, weil sie in ganz vielen Liedern vorkommen. Zweitens, weil sie vergleichsweise einfach zu greifen sind. Das liegt daran, dass bei all diesen Akkorden mehrere Saiten offen mitklingen, daher der Name offene Akkorde. Offene Saiten heißt, man greift die Saiten nicht, also ganz einfach weniger Arbeit für die Greifhand als bei den fortgeschrittenen Akkorden, die dann nach und nach kommen. Also die 8 offenen Akkorde, man kann auch sagen, das sind 3 Klänge, die würde ich zuallererst lernen. Die Griffbilder findest du ganz einfach im Internet, wenn du mal offene Akkorde, Griffbilder, den Suchbegriff eingibst. Oder auch, wenn du dir mein kostenloses E-Book Gitarre lernen, die ersten Schritte herunterladen möchtest, da kommt das auch alles vor und da zeige ich dir auch gleich die ersten Lieder mit diesen Griffen. Den Link dazu zum kostenlosen E-Book findest du unten in der Beschreibung. Dritte Frage: Wie lange dauert es, bis man richtige Songs spielen kann? Ist natürlich die Frage, was man als richtige Songs definiert. Ich würde sagen, wenn du so 2 bis 3 Akkorde sicher greifen und auch schnell wechseln kannst, dann kannst du schon eine ganze Menge Songs spielen. Nochmal zum kostenlosen E-Book. Gitarre lernen die ersten Schritte. Da zeige ich auch schon einen Song mit einem Griff und einen Song mit 2 Griffen. Also, dass man sofort das Gelernte in die Praxis überträgt und eigentlich innerhalb von ein paar Übestunden dann auch schon Songs begleiten kann. Vierte Frage: Welche Gitarrensaiten sollte man kaufen? Also erstmal ist es überhaupt eine gute Sache, Ersatzsaiten zu kaufen. Wenn du eine Gitarre gekauft hast, sind da ja schon Saiten drauf. Wenn du noch keine Gitarre gekauft hast, dann würde ich gleich im Laden fragen, welche Saiten sind denn da drauf, welche Saiten passen zu dieser Gitarre und würde mir gleich nochmal einen kompletten Satz dieser Saiten als Reserve dazu kaufen. Man kann nämlich nicht sagen, was sind die besten Saiten oder was sind die besten Anfängersaiten. Es hängt vom Gitarrentyp ab, zum Beispiel, ob du eine E-Gitarre spielst oder eine Western-Gitarre, also das ist so eine akustische Gitarre mit Stahlsaiten oder eine Konzertgitarre mit Nylonsaiten. Da macht man jeweils ganz unterschiedliche Saiten drauf. Dann gibt es Leute, die kommen mit dünnen Saiten nicht so gut klar, zu denen zähle ich. Dann gibt es Leute, die kommen mit den dickeren Saiten nicht so sehr klar, dass es vielleicht wehtut. Also da wirst du ohnehin vielleicht ein bisschen ausprobieren müssen im Laufe der Zeit. Aber mein Tipp wäre,
im Laden erstmal zu fragen, was sind die passenden Saiten für diese Gitarre. Lass dir auf keinen Fall einfach Gitarrensaiten schenken, irgendwelcher Art. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Ich dachte, ich lasse mir mal zum Geburtstag Gitarrensaiten schenken als Ersatz. Und dann waren das irgendwelche Saiten, mit denen ich nichts anfangen konnte. Also die müssen immer zum Gitarrentyp passen, zu der Gitarre, die du spielst. Fünfte Frage: Kann man Gitarre auch von zu Hause aus lernen? Das ist eine Typenfrage, würde ich sagen. Ich selbst habe Gitarre weitgehend von zu Hause aus gelernt. Ganz einfach mit einem Buch, in dem die Griffe alle enthalten waren, die genannten offenen Akkorde und auch viele mehr. Damit habe ich im Selbststudium angefangen. Das kannst du auch schaffen. Vielleicht macht es dir aber auch mehr Spaß, wenn du von Anfang an einen Lehrer hast, der dir die Übungsschritte vorgibt. Das ist nicht allgemein zu beantworten. Und heute gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, noch mit Videos zu lernen, mit Büchern. Ich selbst habe einen Einsteiger 12-Monats-Videokurs im Angebot. Der heißt Liedbegleitung für Einsteiger, wo ich dich wirklich ein Jahr lang betreue mit Übeplänen, wöchentlichen Videos und jede Menge Unterlagen dazu und ergänzende Materialien. Aber am Ende musst du es dir selbst beibringen, das Gitarrenspiel. Du musst selbst die nötige Motivation und Disziplin aufbringen. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Dann kannst du auch alleine lernen und sicherlich kann es auch nicht schaden, mal hin und wieder zum Gitarrenlehrer zu gehen und dem mal zu zeigen, wie du spielst. Oder wenn du bei mir mit dem Videokurs lernst, kannst du mir jederzeit ein Video schicken und ich gebe dir meine Rückmeldung dazu, was mir da noch auffällt. Man kann definitiv auch alleine von zu Hause aus Gitarre lernen. Sechste Frage: Kann man die Gitarrensaiten selbst wechseln oder muss man die Gitarre dazu ins Geschäft geben oder in eine Werkstatt oder zum Gitarrenbauer? Ich habe es ja so ein bisschen fast schon beantwortet. Die Gitarrensaiten kann man selbst wechseln. Schau dir dazu einfach mal ein YouTube-Video an, das würde ich dir empfehlen. Oder es gibt auch tolle schriftliche Online-Ratgeber. Das kann man wirklich selbst machen, das ist keine große Sache. Ich persönlich lasse eigentlich die Finger von allen handwerklichen Arbeiten. Mir macht sowas überhaupt keinen Spaß. Aber Gitarrensaiten wechseln ist wirklich kein Problem, das schaffe ich auch. Ich würde dir empfehlen, dass du dir ein kleines Werkzeug dazu kaufst. Das ist eine sogenannte Saitenkurbel. Das hilft dir zum einen, die Saiten schneller auf- und abzuwickeln. Und zum anderen hast du da auch eine Kerbe, gerade für die Western-Gitarre. Da gibt es diese Stifte am Steg, diese sogenannten Bridge-Pins, wo die Saiten reingesteckt werden. Die kannst du damit auch anheben und lösen. Das wusste ich früher nämlich zum Beispiel gar nicht und habe mich da ziemlich abgemüht mit allem möglichen ungeeigneten Werkzeug. Also du brauchst eine Saitenkurbel, natürlich einen Satz passende Saiten und ein Tutorial oder die Teilnehmer meines Jahreskurses, die finden im Kurs auch zwei ausführliche Videos für verschiedene Gitarrentypen, wie man die Saiten wechselt. Gibt es aber auch kostenlose Videos im Internet und dann schafft das jeder, auch die handwerklich Unbegabten. Siebte Frage: Sind Gitarrenzeitschriften zum Lernen hilfreich? Als ich angefangen habe mit Gitarre, habe ich sehr viel aus Zeitschriften gelernt. Damals gab es aber auch noch kein Internet und die Quellen, aus denen man sein Wissen beziehen konnte, waren ein bisschen eingeschränkter als heute, gerade wenn man jetzt nicht zum Gitarrenlehrer gehen wollte. Die Zeitschriften haben Vor- und Nachteile. Manchmal gibt es spezielle Anfängerzeitschriften. Das sind oftmals dann auch so Spezialausgaben einer Zeitschrift. Ich würde einfach mal in einem größeren Bahnhofszeitschriftenladen oder so mal schauen, ob du was findest, speziell für Einsteiger. Der Nachteil, den ich bei Zeitschriften immer sehe, ist, dass die zum Großteil werbefinanziert sind und dass da die ganze Equipment-Industrie eine große Rolle spielt. Man bekommt permanent den Eindruck vermittelt, dass man neue Ausrüstung kaufen muss, neue Gitarren, Zubehör. Es geht mir auch heute noch so, dass man immer wieder das Gefühl hat, ich brauche unbedingt was Neues, das, was ich habe an Ausrüstung, ist nicht gut genug. Das ist so ein bisschen der Nachteil der Zeitschriften, denn in Wahrheit kannst du mit jeder Gitarre loslegen und auch lange glücklich sein. Du musst nicht jeden Monat oder jedes halbe Jahr dir wieder was Neues kaufen. Das ist natürlich ein bisschen Aufgabe der Zeitschriften, Werbung zu machen und zum Neukauf immer wieder anzuregen. Wenn du das differenzieren kannst und dich vielleicht mal mehr auf die Workshop-Teile stürzt der Zeitschriften, kann man dadurch sicherlich ergänzend was dazulernen. Meistens ist es eben nur nicht systematisch jetzt für Einsteiger aufbereitet, Schritt für Schritt, sondern das sind dann eher so zusammenhanglose Mini-Workshops oder sowas. Ich denke, es gibt bessere Wege, um komplett das Gitarrenspiel zu erlernen als mit Zeitschriften, aber es kann ja eine Ergänzung sein, auch mehr zu lernen über Equipment, über Musiker und so weiter. Da machen Zeitschriften schon Sinn, aber jetzt nicht unbedingt als systematisches Werkzeug zum Gitarre lernen, glaube ich. Achte Frage: Welche Apps sind gut, um die Pentatonik zu lernen?
Das haben mich mehrere Leute gefragt. Also für alle, die es nicht kennen, die Pentatonik ist die beliebteste Tonleiter, eine Fünftonleiter zum Solospiel. Wenn man Gitarrensolo spielen will, kommt man an der Pentatonik fast nicht vorbei. Ich würde behaupten, altmodischerweise, man braucht überhaupt keine Apps, um die Pentatonik zu lernen. Du brauchst einfach die fünf Patterns, die fünf Griffbilder der Pentatonik. Die musst du dir nach und nach raufschaffen. Ich habe dazu auch schon Videos gemacht. Ich kann dir hier nochmal ein Video verlinken zu den fünf Patterns der Pentatonik. Und ja, wenn du tiefer einsteigen willst, habe ich auch einen Videokurs zur Pentatonik, den Pentatonik Workshop. Ansonsten ist das mehr oder weniger eine Fleißsache, die dir eine App auch nicht abnehmen kann. Vielleicht gibt es auch tolle Pentatonik-Apps, die ich einfach nicht kenne. Gerne auch mal einen Kommentar dazu schreiben, wenn jemand eine tolle Pentatonik-App kennt. Aber ich würde sagen, es macht keinen Unterschied. Du musst einfach viel Zeit investieren, bis du diese Pentatonik in den Fingern hast. Und ob du das dann einfach von einem ausgedruckten Zettel mit den fünf Patterns lernst oder aus einer App, ist meines Erachtens egal. Neunte Frage: Kann man eine Konzertgitarre zur Western-Gitarre umrüsten? Ich würde dir davon abraten. Also der größte Fehler, den manche machen, ist, dass sie einfach Western-Gitarrensaiten, diese Stahlsaiten, auf die Konzertgitarre aufziehen. Dadurch wird diese aber beschädigt, weil die Konzertgitarre für diesen stärkeren Saitenzug der Stahlsaiten einfach nicht gedacht ist. Also einfach andere Saiten aufziehen, das sollte man vermeiden. Das Thema hatten wir ja vorhin schon ein bisschen, dass man die richtigen Saiten immer aufziehen muss auf eine Gitarre. Und sicherlich könnte man theoretisch eine Konzertgitarre auf Western-Gitarre umrüsten. Aber das macht meines Erachtens keinen Sinn. Ich würde mir lieber eine zweite Gitarre dazu kaufen, dann hast du beides, Konzertgitarre und Western-Gitarre. Vielleicht hast du ja in einem halben Jahr wieder mehr Lust auf die Konzertgitarre. Und es ist einfach gut, beides zu haben. Auch eine Ersatzgitarre kann nicht schaden. Und ich denke, für den Preis einer günstigen Western-Gitarre, die du durchaus für 100 Euro schon bekommst, wird dir kein Gitarrenbauer eine Gitarre umbauen können. Also ich glaube, das lohnt sich ganz einfach nicht. Deswegen mein Tipp, kauf dir lieber separat eine Western-Gitarre. Zehnte Frage: Wie lange dauert es, bis man Gitarre spielen kann? Das ist eine der allerhäufigsten Fragen von Anfängern. Es dauert ewig, man hat nie ausgelernt, man kann aber sehr schnell schon Lieder begleiten. Wie vorhin gesagt, nach ein paar Stunden des Übens bist du schon in der Lage, Lieder zu begleiten. Konzentriere dich nicht zu sehr auf das Fernziel, wie gut du werden willst, sondern versuche einfach, das Üben und das Spielen im Moment zu genießen. Ich denke, wenn jemand mit Fußballspielen anfängt, dann stellt er sich auch nicht die Frage, wie lange dauert es, bis man das richtig gut kann. Es ist immer schwer zu beantworten, sowas. Man will Fußball spielen, weil man einfach direkt anfangen kann, ohne großes Vorwissen damit und weil es Spaß macht, sich jede Woche zum Fußballspielen zu treffen. Und so ähnlich sollte man beim Musikinstrument auch rangehen. Einfach die Beschäftigung mit der Gitarre genießen, sich über die kleinen Fortschritte freuen und nicht fragen, wie lange es jetzt dauert. Wenn man dranbleibt und mehrmals die Woche übt, dann gibt es auf jeden Fall Fortschritte und dann wird das Ganze dir auch langfristig Spaß machen. Das ist, denke ich, die Hauptsache. Das war schon wieder 10 mir häufig gestellte Fragen aus dem Anfängerbereich zum Thema Gitarre spielen. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Wenn du eine Frage hast, die jetzt nicht dabei war, dann schreib mir die gerne unten als Kommentar. Wenn es dir was gebracht hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Vielen Dank und abonniere auch meinen Kanal für viele weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.